So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Minecraft Multiplayer Projekt. Und es hat sich wieder einiges getan und das wollte ich euch jetzt zeigen. Und zwar, boom, das kann man euch nicht so gut erkennen hier aus der Entfernung, aber wir haben oben mit unserer Base angefangen und hier habe ich zur Eisenfarm, wo ich gerade bin, einen Weg über das Wasser gezogen mit gefärbtem Glas, der finde ich sehr cool aussieht, und zur Eisenfarm hier eine Treppe reingebaut zum Tötungsmechanismus für die Eisengolems. Und aus der Entfernung sieht diese Treppe ziemlich cool aus, finde ich. Und wenn man hier reingeht, haben wir hier einen schönen Raum mit Lava hier an der Seite. Hier vorne habe ich einfach das offen gelassen, da kann man rausgucken. Und die produziert doch relativ viel Eisen. Hier habe ich schon so einen Stack rausgenommen für ein paar andere Projekte, die ich euch gleich auch noch zeigen werde. Aber ich würde sagen, wir gehen gerade erstmal hier rüber. Der Villager Breeder, den habe ich deaktiviert, weil erstmal brauchen wir keine neuen Villager. Und wenn wir hier rüber gehen, sehen wir schon, dass ich hier oben an dem Berg einen Balkon entlang gezogen habe mit Stützen an den Seiten und hier vorne auch ein Glas in den Boden vom Balkon gemacht, um dort auch den Wasserfall zu zeigen, den ich auch da künstlich hingesetzt habe. Hier haben wir dann eine kleine Brücke gebaut, wo wir dann hier rüber gehen können. Und hier haben wir ein Tor. Und zwar, wenn wir diesen Knopf drücken, fällt der Gravel herunter. Das ist das Prinzip vom 3x3 Burgtor, bloß dass wir hier kein Tor oben drüber haben, sondern einfach den Gravel als Tor nutzen. Falls ihr wissen wollt, wie man das baut, ich habe dazu ein Tutorial schon gemacht. Und hier können wir das Ganze wieder schließen. Dabei öffnet sich auch kurz diese Tür. Aber das hier ist eigentlich nur die Tür, um unten zum Redstone zu kommen. Wir haben hier die Schaltung und hier den Switch für die beiden Knöpfe. Und hier können wir dann wieder rausgehen. Hier dann. Und hier auf der anderen Seite habe ich einen Eingang zu einer Mine gemacht, um ein paar Ressourcen zu farmen. Den Tunnel bzw. den Fallschacht, der hier vorher war, den habe ich ausgebaut. Ich habe hier jetzt einen Minecart-Aufzug umgesetzt, wo man sich ganz einfach hier auf die Druckplatte stellt, sich in das Minecart reinsetzt und automatisch losfährt. Das Ganze funktioniert ohne Probleme und hier oben wird das Minecart zerstört durch den Kaktus. Wir landen hier neben und das Minecart wird von diesem Hopper hier aufgesammelt und kommt in einen Dropper rein. Dieser Dropper wird von einem Comparator ein Signal rausgegeben, dadurch entsteht hier eine kleine Clock und das Signal auch nochmal in den Dropper rein, sodass das Minecart hier rausgeworfen wird. Und hier unten unter dem Wasser ist ein Teppich mit einem Hopper, der das Minecart wieder zurück in den Dispenser reinführt. Hier oben, wie gesagt, unser Balkon. Ich habe auch hier orangenes Glas verwendet und das Ganze hier so gebaut. Hier haben wir dann einen schönen Ausblick auf die Eisengolem-Farm und auf die Witch-Hut, beziehungsweise auf die Witch-Farm, die noch entstehen wird. Und hier haben wir auch unseren Wasserfall. So, eine weitere Sache, die sich getan hat. Ich war im Nether und habe Quarz gesammelt. Und zwar, um auf Level 30 zu kommen. Genauer gesagt bin ich sogar Level 33 geworden. Und habe dann auch zwar vorhin schon zwei Spitzhacken verzaubert und wir waren ziemlich erfolgreich mit den Verzauberungen. Und zwar haben wir einmal Fortune 3 und Efficiency 4 und einmal Fortune 3, Unbreaking 3 und Efficiency 4. Und das zwei Verzauberungen miteinander, Fortune 3 ist auf jeden Fall sehr cool, sehr genial. Aber das Ganze war es dann jetzt auch hier von dem Status-Update. So, ich war ein bisschen in einer Höhle unterwegs und hier habe ich einen Spawner gefunden und zwar einen Zombie-Spawner. Und weil ich eigentlich bisher immer Probleme damit hatte, Level zu farmen, habe ich mir gedacht, wir bauen hieraus eine kleine, einfache XP-Farm. Und dazu habe ich gerade erstmal den Zombie-Spawner verbunden und zwar mit dem Mine-Eingang zu der Mine, zu den Gängen, wo ich sonst meine Rohstoffe herhole. Und das ist wirklich sehr nah bei meiner Base. Verdammt nah.
Und der Spawner liegt auch nicht so tief. Aber ich habe noch nicht in diese Kisten reingeguckt, muss mein Inventar erstmal ausleeren, denn ich habe Sachen geholt, um die Farm zu bauen. Und da tue ich erstmal einiges hier raus, was wir im Moment nicht brauchen. Und wir haben hier Gunpowder. Pferderüstung ist gut, kann man immer gebrauchen. Und ein Protection 3 Buch. Wunderbar. Und wir haben hier Eisen, Strings, Gunpowder wieder. Noch ein Eimer. Sattel, wunderbar. Name Tag, noch besser. Die Farm, die ich vorhabe zu bauen, ist recht einfach aufgebaut. Wir haben hier am Ende ein Wasser, also Wasser fließen, was die Zombies in eine Richtung treiben wird, wahrscheinlich in diese hier. Und dann sammeln die sich am Ende in einem Punkt. Und da habe ich dann vor, einen kleinen Mechanismus zu bauen. Und zwar, dass man auf den Knopf drücken kann und dann ganz kurz, wie bei unserer Kuhfarm, Lava aus einem Dispenser rauskommt. Und diese Lava wird die Zombies so auf ein Herz, ein halbes, vielleicht manchmal auch zwei Herzen runterbringen, ungefähr. Ich habe das im Singleplayer schon ausprobiert. Und dann können wir einfach alle Zombies entweder mit einem Hit mit einem Eisenschwert töten oder wir werfen einen Heiltrank. Und das ist, glaube ich, eher das, was ich machen werde, weil damit heilen wir uns selber und töten die Zombies. Aber um diese Farm zu bauen, muss ich erstmal anfangen, hier einen Raum drumherum zu bauen, damit die Zombies auch genug Platz haben zum Spawnen. Und ich glaube, das werde ich jetzt auch offscreen soweit machen, weil Gebuddel ist ziemlich langweilig. Und wenn das erledigt ist, sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe den Spawnraum gebaut bzw. freigebuddelt und auch hier schon angefangen, die Wände reinzuziehen. Hier sollen am Ende Fenster reinkommen, sodass man hier außen rumgehen kann und dem Zombies beim Spawn zusehen kann. Und ich habe das extra so tief gemacht, damit Zombies hier auch noch runterherlaufen können bzw. vom Wasser in diese Richtung gespült werden können. Und dafür habe ich auch schon ein paar Wassereimer dabei. Und das Wasser müssen wir hier so platzieren, dass das alles erstmal auf die andere Seite fällt. Und zwar genau so. Und hier müssen wir jetzt nochmal einen Block unten gehen und das Ganze dann in der Mitte zusammenfließen lassen. Dazu kommt das Ganze hier nochmal raus. Auch gar nicht. Aber so. Weil ich Wasser. Können wir einmal hier hin tun und hier. Und die Mobs so in die Mitte spülen, hier in einen einzelnen Gang rein. Und das mache ich noch ein bisschen weiter weg und dann werden die auch in einem Raum reinfallen. Und dort bauen wir dann gleich das ganze Redstone. Ich buddel das frei, mache, dass es schön aussieht und wir sehen uns dann gleich wieder. So, ich habe hier jetzt den Wasserkanal reingezogen, der vom Spawner zum Tötungsmechanismus geht. Und hier vorne habe ich Glas gemacht, sodass man den Mobs hier zuschauen kann, während sie hier rüberfließen. Und die Mobs sollen am Ende dann hier hinfallen. Und hier habe ich jetzt vor, den kleinen Redstone-Mechanismus zu bauen, mit dem die Mobs dann am Ende halb bzw. fast getötet werden. Und dazu verkleide ich das Ganze hier erstmal mit Glas. Der hier unten kommt weg. Und hier muss auch ein Glasteil hin. Hier kommt auch nochmal eben Redstone. Weil hier kommt ein Sticky hin, der das Ganze am Ende blocken wird, dass wenn wir keine zusätzlichen Mobs hier drin haben wollen, kommt Glasblock drauf. Damit, falls die Mobs gerade am Runterfallen sind oder wenn sie hier stehen und zum Beispiel hüpfen, warum auch immer, und halt ich den Block in dem Moment vorschiebe, dass die dann nicht von dem Block noch extra Schaden bekommen. So, die Eingabe für diesen Sticky Pisten wird hiervon kommen. Kann ich hier einen Sturm platzieren, hier brauche ich meinen Repeater Redstone drauf. So. Zack.
schon ein Alter hier ran. Und das Ganze können wir so ein- und ausfahren und somit quasi Mobs von oben blocken. Der Dispenser kommt hier hin. Und der Knopf für den Dispenser würde ich sagen, am besten hier hin. Eigentlich am praktischsten, weil ich das dann am einfachsten verkabeln kann. Den einmal hier hinterbuddeln. So, der Dispenser. Denn wir müssen das Signal zweimal in den Dispenser reinleiten und das recht schnell. Also greifen wir das Signal hier raus. Einmal über den Boden. Und ich würde sagen, hier in einen Pulsverkürzerer. Cobblestone drauf. Redstone dran. Einmal drauf. Und hier hinter dann ein Repeater. So. Und das Signal von diesem Repeater müssen wir quasi jetzt in diesen Block hier reinleiten. Dazu nehmen wir einfach das Signal, ziehen das einmal so hier rüber. Und gleichzeitig müssen wir das Signal allerdings auch noch ein zweites Mal hier reinleiten. So, hier noch mit. Und wenn wir jetzt hier einen Knopf drauf platzieren, können wir schon hören, beziehungsweise ich kann hören, dass der zweimal tickt. Das werdet ihr auch sehen, wenn wir hier vielleicht Wasser reintun. Der kommt dann in der Lava rein, kommt das ganz kurz raus, geht wieder rein. Und ich habe allerdings einen Fehler gemacht. Ich muss das Ganze hier einen Block niedriger machen. Das ist aber ein Problem. Dazu lasse ich sogar so stehen lassen. Und nur noch das Signal dann hier. So. Immer noch. Damit nämlich auch Baby-Zombies, die hier stehen, auch werden. So. Das Ganze holen wir einfach einen Block weiter nach vorne. Dazu kommen wir dahin. Hier Redstone drauf. So. Alter, hier hin. Hoppla. Das Ganze sollte immer noch funktionieren. War. Hier hin. Redstone. Funktioniert noch wunderbar. So. Hier würde ich ganz gerne einen Hopper haben, der eine Kiste führt, die hier vorne ist. Und dann hier Wand machen und dann brauche ich hier Labs. Am besten habe ich noch Stone. Jupp. Stone Bricks. Labs, und zwar kommt davon eine hierhin und eine dahin. Und zwar können jetzt, wenn hier mal Zombies drin stehen, können wir die anzünden, indem wir hier Lava reintun. Aber zuerst brauche ich vorne noch eine Kiste. Und noch Hopper, die ich auch gleich holen werde, damit die Drops auch zu mir gespült werden, quasi zu mir kommen. Und wenn ich das dann hier Ganze fertig habe, sehen wir uns wieder. Ich habe den Spawnraum jetzt hier auch fertig und man kann schon sehen, die Zombies spawnen. Die brauchen immer einen kleinen Moment, bis die da drin sind, weil die teilweise da gegenseitig stören. Aber im Endeffekt kommen die alle da rein, die man jetzt gesehen hat. So, die Zombies kommen dann hier vorne an. Wir blocken das, damit keine neue in das System reinfallen. Aktivieren die Lava und die Zombies fangen jetzt an zu brennen. Kann man hier sehen, die bekommen Schaden allmählich. Und hier oben steht jetzt ein neuer, den wollen wir aber nicht im System jetzt drin haben. Über mehrere neue. Und jetzt können wir im Prinzip hingehen und die zu Tode hauen. Ich habe jetzt leider keinen werfbaren Trank dabei. Davon werde ich mir aber noch ein paar machen gleich. Und ich werde dann hier ein paar Level farmen und dann auch ein paar Sachen verzaubern
Und wenn wir das machen, sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mir werfbare Tränke gecraftet und ich mich hier für ein paar Minuten AFK hingestellt und mal gucken, wie viele Zombies jetzt hier gespawnt sind. Ich habe ein recht hohes Level, das heißt, die werden nicht allzu viel XP bringen, aber erstmal das System locken und die Zombies dann anzünden. Und dann können wir uns gleich auch mit dem Heiltrank mit selber heilen und mal sehen, welches Level wir dann werden. Das Ganze wird vielleicht wahrscheinlich ein bisschen laggen und man wird recht wenig sehen können wegen den ganzen Partikeln. Aber jetzt mal sehen, einmal hier hinwerfen, wir heilen uns selber und die XP kommen hier auch schon angeflogen. Und so kann man das Ganze doch ein bisschen besser sehen. Level 32, das ist gut, wir bekommen ordentlich XP. Das Ganze läuft recht schnell, aber das Ganze war es dann auch jetzt schon. Aber von Level 31 auf Level 33 ist gar nicht mal schlecht. Das Ganze kann natürlich auch noch schneller gehen, je nachdem, wenn man ein niedrigeres Level ist und je lange man hier AFK rumsteht. Den Bereich hier rum um die Farm habe ich noch nicht weiter ausgebaut. Allerdings werde ich das machen, und zwar wieder zwischen den Folgen. Da ich für heute keine Zeit mehr habe zum Aufnehmen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst wie immer konstruktive Kritik da, falls es euch gefallen hat. Bewertet das Video und auf Wiedersehen.